Hallo und herzlich willkommen! Sagt mal alle Hallo zu YouTube! Das Fantreffen beginnt hiermit offiziell! Woo! Das erste heute auf meiner To-Do-Liste war, alle zusammen so Pferderennen wetten, also Pferderennen zu spielen. Falls ihr noch Ideen habt, die wir heute machen können, bitte schreibt mir gerne eine Nachricht. Ich freue mich über jeden Vorschlag. So, setzt mal alle auf irgendein Pferd! Ich bin mal gespannt, wer gewinnt. So, ich setz mal auf. Oh ja, hier mit der höchsten Quote. 26. Wette platzieren. Erstmal 10k gewettet. Hier sieht er alle sitzen. Ey, wir machen das Polizeispiel, okay? Und wessen Pferd jetzt gewinnt, der wird dann von der Polizei verfolgt. Das ist dann so der Sinn. Hallo, wer auch immer da gerade gekommen ist. In den Discord, den begrüße ich herzlichst. Komm, Pferd 5, ich will gewinnen. Oh shit. Nein. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Was? Das sieht doch beides gleich aus. Da steht gleich diese Tafel, wer gewonnen hat. Das steht hier gleich irgendwo. Yeah, Member hat gewonnen. Als einziger. Und sonst haben alle verloren. Ja, komm, machen wir noch eine Runde. Ja, Pferd 5 ist voll der Hurensohn. Komm, noch eine Runde. Komm, setzt alle nochmal auf ein Pferd. Wir machen alle mal Drehrad und wir gucken, wer das Auto gewinnt. Das wäre auch mal witzig. Okay. Okay. Ja, aber dreh doch, wenn alle zugucken. Jetzt hast du schon, jetzt hast du deine einmalige Chance schon verballert. So, 2 Minuten, sollen wir mal ins Drehrad gehen? Oh, was wird er gewinnen? Was wird er gewinnen? Oh. Ja, aber ich meine, das ist nicht schlecht. Immerhin 50, 15k ist besser, als wenn du RP gewinnst, weil ich finde RP so sinnlos, wenn man schon alles freigeschaltet hat. So, dann der nächste bitte. Ah, ist schön wieder mit euch allen hier was zu machen. Hat mir irgendwie gefehlt. Ich weiß gar nicht, wann war das letzte Ferntreffen? Oh ja, 30k, immerhin, doppelt so viel. Doppelt so viel. Ich finde es zwar jetzt schade, dass wir die Lobby nicht ganz voll haben, aber immerhin. Man sollte immer dankbar sein für das, was man kriegt. Man kann auch mit der Anzahl von Leuten gute Sachen machen. So, der nächste, der nächste. Na, komm, dreh mal. Los, los, los. Ah, es hat geleckt, glaube ich. Oh, der kriegt, glaube ich, RP. You suck. So. So, komm, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Hallo, wer auch immer da gerade dazugekommen ist. Oh. Ja, man gewinnt echt nichts Gescheites. Ich habe jetzt, glaube ich, Angst, dass die 2 Minuten schon abgelaufen sind. Ich gehe mal kurz zu den Pferden rüber. Ja, 30k immerhin, ich meine, besser als nix. Was steht da? 14 Sekunden. Ah, in 14 Sekunden fängt das Rennen an. So. Ja, du brauchst jetzt nicht rausgehen, um dein Fahrzeug zu holen. Du hast später noch genug Zeit. Aber wie du magst. Also.
Kleine Umfrage. Sollen wir nochmal eine Runde Pferderennen machen oder danach mal ans Tuning treffen? Oh, wer hat gewonnen? Pferd 4? Auf was habe ich gesetzt? Oh, mein Pferd ist 6. geworden. So, was mal gucken, wer hat gewonnen? Ah, Manta. Ah, okay, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Sonst hat einfach jeder reingeschissen. Minus, 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 minus. Also, warte. Wie machen wir das jetzt? Ich habe jetzt hier kein klares Ergebnis. Wer jetzt Pferderennen will... Also wer noch Pferderennen spielen will eine Runde, der kommt zu mir. Wer nicht mehr Pferderennen spielen will, geht zum Glücksrad. Wo wir gerade alle standen. Dass ich mal sehe, wer dafür ist und wer nicht. Okay, die gehen, glaube ich, alle weg. Okay, gut. Die gehen alle weg. Dann habe ich jetzt ein klares Ergebnis. Okay, danke für eure Abstimmung. Dann gucken wir mal, wer was am Glücksrad gewinnt. Wow, du hast ein Kick-T-Shirt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Toll, oh, jetzt schickt mir jemand eine Freundschaftsanfrage. Das ist aber ein bisschen spät, junger Mann. Dann nehme ich die mal an. Wieso gewinnt eigentlich nur jeder irgendwie 30k? Das hat jetzt gefühlt fast jeder gekriegt. Also keiner kann mehr drehen, oder was? Nee, ich mache keinen Livestream, ich mache nur eine Aufnahme. Dann drehe ich jetzt mal, gucke ich mal, was ich so krieg. So. Also wenn jetzt keiner mehr drehen kann, dann gehen wir mal raus. Aber warten noch mal kurz. So. Ja, toll. Ey, also jeder gewinnt nur Bargeld. Keiner hat jetzt bis jetzt mal was Krasses gewonnen. Also ist echt mager. Nur Bares ist Wahres. Ja, wer hat das Fahrzeug gekriegt? Ja, da kommt doch so eine Durchsage von der Sprecherin vom Casino, wenn jemand das Fahrzeug gewinnt. Oh, bin ich mal gespannt, was der Havlo gewinnt. Okay, ich merke schon, die Leute werden hier ungeduldig. Die wollen alle raus. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ein zweites Kick-T-Shirt geht an dich. Super, super toll. Also, Mr. Toastbrot hat sich gewünscht, dass wir ein Tuning-Treffen bei der Playboy-Mansion machen. Also holt euch euer Auto, auf das ihr Bock habt. Da stehen sie alle mit ihren Autos und wissen nicht, wo die Playboy-Mansion ist. Einfach mir hinterher. Einfach mir hinterher. Ich zeig euch, wo es lang geht. So. Ich hoffe, alle sind bereit. Da kommen noch ein paar Leute. Auf die warten wir noch kurz. Ach, es ist schön, wieder was mit der Crew zu machen. Das freut mich. Ich versuche euch halt auch noch mit einzuziehen. Also, dass ihr auch abstimmt, was wir machen und so. Dass ihr halt... Ja, dass jeder halt seine Meinung sagen kann. Okay. Dann machen wir noch ein Rennen über die Autobahn. Dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Ihr könnt euch alle das schönste Auto aussuchen und dann euch draufstellen. Nemo, was... Ah, Nemo, du Vogel. Jetzt hast du dem armen Typ hier beide Türen abgerammt. Guck mal, der hat das Auto... Der hat das Auto gerade gewonnen. Und dann rammst du ihm beide Türen ab. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich geh zu dem Typen, der seine Türen verloren hat. Aus Mitleid. Aus Mitleid. Weil der böse Nemo ihm beide Türen abgerammt hat. Ja, scheiße, die kommen hier nicht durch. Ist ja wieder eskaliert. Aber das bin ich ja mittlerweile von euch gewöhnt. Weil wenn ihr eins am besten könnt, dann ist es Chaos stiften. Ah, Havlo kommt mit seinem Audi. Sehr schön. Ah, da fängt der Rasen schon an zu brennen. Ach, das ist ja herrlich. Das ist ja herrlich. Gut. Ich weiß gar nicht, welches Auto hat denn gewonnen? Da steht einer drauf. Da, hier stehen zwei drauf. Da drüben steht... Da steht immer nur einer auf jedem Auto drauf. Das ist immer so ein... Ich glaube, das Auto hier hat gewonnen, der die zwei Türen verloren hat. Weil sonst stehen die überall einzeln. Ah, nee, hier stehen drei Leute.
Der grüne Lader hat gewonnen. Sehr gut. Oder eigentlich ist es unentschieden. Ja, wir machen einfach unentschieden. Also hier standen drei Leute und da vorne standen da auch drei Leute. Also wie ich sehe, kribbelt es euch in den Fingern und ihr wollt Chaos anrichten. Dann steigt mal alle in eure Autos und machen ein schnelles Autobahnrennen. Alle haben gewonnen. Ja, genau. Alle haben gewonnen. Also komm hier, crashen. Oder crashen, weiß ich nicht. Hier. Ich ramme euch alle weg. Auf welcher Autobahn treffen... Ja, wir treffen uns mal am Strand. Oh, der arme Mr. Toastbrot. Passt auf den armen Jungen auf. (lacht) 42, los geht's. Woo! Die große Amerika-Reise. Yeah. Das funktioniert ja super. Erstmal Stau auf der Autobahn. Aber fahrt mal langsam bitte vorne, dass alle so nebeneinander fahren. Also dass wir nicht so auseinander fahren, sage ich jetzt mal. Hey, Junge, und der rammt einfach den weg. Fick dich, LJT, das denke ich mir auch. Das ist so eine Chaos-Tour hier. Gut, also wenn ihr Ideen habt, schreibt mir eine Nachricht, was wir machen können. Ich freue mich immer über Vorschläge. Was machen wir denn als nächstes? Als nächstes würde ich sagen, ja genau, Spielhalle. Ich wollte mit allen Spielern in die Spielhalle gehen. Also, willkommen in den Weinwo Tours. Ich soll ja hier kommentieren, hat sich einer gewünscht. Jetzt ist der wieder rausgefallen zum tausendsten Mal. So. Es klappt, glaube ich, nicht so gut. Scheiße. Scheiße. Jetzt sind da wieder Leute rausgefallen. Ah. Wir verlieren Personal. Aua. Man darf auch gar nicht springen. Man darf sich auch gar nicht bewegen. Man fällt direkt raus. Oh Gott. Jetzt bin ich auch rausgefallen. Das klappt, glaube ich, nicht so gut. Scheiße. Alter, ohne Witz, wenn ihr mal neben einem Flixbus fährt auf der Autobahn, dann müsst ihr einfach mal das WLAN von dem benutzen, während ihr nebendran fährt. Ah, jemand hat schon Lester angerufen. Sehr nett. Ich wollte es gerade machen. Das habe ich mal gemacht. Das war ganz cool. Gratis WLAN. Also, seid ihr alle fröhlich im Bus? Das war ein anstrengender Ausflug. Ich lade euch alle ein in meine Spielhalle. Da könnt ihr euch alle besaufen, Snacks essen und zocken. Gell? Was ich mal ausprobieren will, da ist so ein Spiel. Liebesprofessor, falls ihr das kennt. Ich will mal rausfinden, wer von euch mein Lover sein wird. Habt ihr alles Spaß? Eine kleine Umfrage. Ihr könnt auch Nein sagen. Wenn euch was nicht passt, sagt's mir ruhig. Also... Max der Zocker, was bedrückt sie denn? Warum sagen sie nein? Okay, alles gut. Ein spontanes Rennen hat er mich eingeladen. Da kommt jemand mit dem Fallschirm. Ey, wisst ihr, was wir jetzt gerade machen können? Ich sehe gerade diese Leuchtfackel da hinten am Horizont. Ah, das hätte ich vorher sagen müssen, dass alle Leuchtfackel schießen. Ja, genau. Wenn ich das Kommando gebe, schießt mal alle mit der Leuchtfackel. Aber erst wählt die mal alle erstmal aus. Warte, kannst du mal Mr. Toastbrot zum Bus fahren? Der ist etwas weit weg. Blauer Bus, fahr mal vor. Wir schießen jetzt mal ein bisschen Leuchtfackeln, kommt. Auf geht's. Hui, hui. Das ist der Feuerwerkbus. Hui, Alter, sieht echt geil aus. Alter. Hui. Ja, ich hätte vielleicht vorher sagen sollen, dass jeder... Leuchtfackeln kauft. Jetzt habe ich keine mehr. Scheiße, jetzt bin ich schon leer. Danke sehr. Oh, ja. So läuft das. So läuft es. Alter, was ist das für ein Konvoi, Alter? Guck dir das mal an. Vorne die Polizei. Wir haben so eine Eskorte gekriegt. Ja, das ist eine, wir haben eine extra... Eine gratis Polizeieskorte. Ja, ja, läuft doch. Die beschützen uns.
Also der gute Nemo hat sich noch was gewünscht. Dass wir alle gleichzeitig einen Luftschlag aktivieren. Das machen wir jetzt noch nicht, das machen wir gleich. Ob das überhaupt funktioniert, ist die Frage. Ach du Scheiße. Okay. Dann... Oh Gott, da kommt schon einer. Also bestellt mal einen Luftschlag. Ah, fuck, nicht verfügbar. Ach, das geht, glaube ich, nur, weil... Ah, das geht, glaube ich, nur mit einem Spieler gleichzeitig. Okay, schade. Okay, das wusste ich nicht. Ja, egal. Jetzt weiß ich's. Schade, Nemo. Ich muss dich da sehr enttäuschen. Mager. Oh Gott, das ist ein Luftschlag. Verpisst euch. Verpisst euch. Alter, das ist typisch, typisch Fantreffen. Alles eskaliert. Hi. Also, kommt mal alle in meine Spielhalle. Ich lade euch mal alle ein. Spielhalle, nein, meine eigene. Nein, fuck, aua. Würden Sie mich bitte nicht wegrammen? Oh Gott. So, nochmal. Betritt deine Spielhalle. Ja, also, vergnügt euch. Sauft euch schön voll. Ah, die Bar ist natürlich schon besetzt. Na toll. Und wir machen mal ein kleines Event. Mal gucken, wer mein Lover ist. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, mal gucken, ob ihr beide gay seid. So. Jetzt bin ich gespannt. Wer von euch ist gay? Oder? Ich sehe das gar nicht. Ah doch, jetzt sieht man es doch. Oh, ihr seid nur halb gay. Oh. Es brodelt. Okay, dann geht mal irgendjemand anders dran. Ich will gucken, wer mich am meisten liebt. Oh. Feurige Lenden. Boah, da hast du ja das noch geknackt. So. Dann wollen wir mal. Wer kommt denn jetzt? Mr. Toastbrot. Gucken wir mal, wie es bei uns steht, in unserer Beziehung. Oh. Aber, ja, du bist sogar besser. Du liebst mich mehr, als ich dich liebe. Okay, dann der Nächste, bitte. Ich mache eine kleine Kontrolle. Ich bin jetzt der Türsteher. Ich warne euch. Ich bin der Türsteher. So, der hat keine Cops. Sehr gut. So, sie dürfen rein. Ah, sie sind besoffen. Oh Gott, das ist der Typ sauer auf mich. Fick dich. Spast, ich bin der Türsteher, nicht du. So, okay. Du kannst rein. Du kannst auch rein, Member. Du kannst rein. Wolf, du kannst auch rein. Dann Nemo kannst auch rein. Ich bin fast tot, aber egal. Haflor, natürlich, sie dürfen auch rein. Du hast Sterne, die sind weg. Okay, du kannst rein. Haflor ist mit mir Türsteher. Okay. Sehr gut. Sehr treu. Hallo, sie können auch rein. Na, sie haben keine Cops. Alles gut. Mr. Toastbrot, sehr gut. Avlor, erinnerst du dich noch daran? Wir standen hier beide, aber du warst ein Hund. Und ich... Wenn du dich noch daran erinnerst, ist auch auf irgendeiner... Ach, fick dich doch. Auch, wie ich hier die Musik auch von draußen höre. Wenn Mutti jetzt reinkommt, ist's vorbei. Er ist so. So. Gönnt euch mal alles schön. Oh nein, irgendjemand hat... Irgendjemand ist jetzt mit Cops rein. Ach, kack. Ja, dann tut Mr. Toastbrot jetzt ein bisschen abdancen. Oh je. Ach so, dann machen wir die Leuchtfackelshow hier drin. Ach so, wo wollt ihr das? Ja klar, also Leuchtfackelshow. Ach so, das war euer Plan. Ach so, ja gut, verstehe. Ah, leck mich am Arsch. Ich muss mal wieder neue kaufen, die ist wieder leer.
Das ist auch mal eine andere Art von Stripclub. Hier fliegen überall Leuchtfackeln durch die Gegend. Oh Gott. Mashallah. Oh je. Wenn jetzt die Tür versperrt, welcher Vogel. Dass die Cops nicht reinkommen oder was? Ja, Mr. Todesbrot, du kannst gerne strippen, also. Alter, ihr seid solche Vögel, das ist abartig. Das sind solche Vögel. Aber ich glaube, in der Nacht sieht es besser aus als hier im Stripclub, Alter. Ja, es ist 16 Uhr, es ist, naja, es dunkel wird. Dauert noch eine Weile. Ja, Stripclub brennt ein bisschen, aber egal. Oh, lecko mio. Alter! Ich glaube, das mit dem Stripclub kann man abstreichen, sage ich jetzt mal. Okay, also ihr seid alle hier oben. Ich gehe dann mal auf den anderen Turm. Zückt mal alle eure Leuchtfackeln. Ich nehme mal den, ich gehe mal per Fallschirm rüber auf den anderen Turm. So. Also, ihr seht mich hoffentlich alle hier hinten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt fliegen die Leuchtfackeln schon. Wie setzt denn du ein Kopfgeld aus mich aus? Ey, chillt mal. Chillt mal. Ey, das sieht richtig geil aus. Eigentlich sind noch nicht alle oben. Wie wär's, wenn ihr mal ein bisschen warten würdet? Also. Entspannt euch mal, da kommen noch ein paar. Da kommen noch ein paar Leute. Also, dann schießt mal in meine Richtung. Auf geht's. Los, los, los. Whee! Da kommen sie alle angeflogen. Alter, sieht das geil aus. Ey, das sieht richtig, richtig schön bunt aus. Aber ihr habt alle die rote. Mann, gibt's da nicht mal andere Farben? Das sieht richtig schön aus. Und bei mir leckt das hier rum, weil hier so viele Leuchtfackeln durch die Gegend fliegen. Seid ihr schon alle oder was? Ist da alles leer oder warum habt ihr jetzt keine mehr? Ey, nehme ich mal mit dem Heli mit. Wer auch immer da über mir fliegt. So. Schießt doch nochmal alle hier ein bisschen, dass ich das nochmal schön aufnehmen kann. Oder seid ihr alle schon leer oder was? Oder schießt doch mit diesem Pop in. Mit dieser Dingswaffe. Tja. Alter, wie es jetzt schon aussieht mit diesen riesigen. Gut. Alle Leute, die ein Luftschiff haben, fliegt mal nach oben. Ja, Pegasus. Pegasus anrufen. Dann Luftschiff auswählen. Ah, das sieht schon cool aus. Ah, ich habe ja noch Flares. Ah, cool, die habe ich ja eingebauen lassen. Der liebe Havlo wird euch ein paar Luftschiffe herzaubern. Es wird jetzt halt eine Weile dauern, bis jeder ein Luftschiff hat. Ich pausiere mal kurz die Aufnahme. So, leider ist mir jetzt die Aufnahme flöten gegangen mit der Luftschiff-Tour. Ich habe leider nur zwei Screenshots, die mir jemand zukommen lassen hat durch den Discord. Ah, cool, danke. Oh, super. Super, danke. Das kann ich als Thumbnail nehmen.
Das sah zwar nicht so geil aus wie aus meiner Perspektive mit Havlo, aber immerhin. Ja, okay. Danke sehr, Sie haben meinen Arsch gerettet. Da kommen die ganzen Herrschaften. Willkommen im Club Bossianus. Wie die alle so mit dem. Das sieht so dämlich aus, wie die alle reinlaufen. Yeah! Also wollen wir mal ein bisschen tanzen hier. Die alle wie so behindert hier tanzen. Yeah, komm, tanzt nochmal alle, dass ich nochmal ein schönes Bild hab. Das sieht aber schon witzig aus. Wie sie alle so nebeneinander abgehen. Ach du Scheiße. Wo bleibt der Zug? Wo bleibt der Zug? Alter, wie die Cops. What the fuck? Ja, das ist, weil ich einen RAM-Buffer habe. What the fuck? Was machst du? Ja, wenn man so diese RAM-Dinger für den Arena-War-Dinger, die sind eigentlich voll geil. Jetzt brennt das Auto, Freddy. Ja, und? Was soll ich machen? Mich vielleicht beschützen? Ja, geht schlecht. Ich liege auf dem Kopf und komme hier nicht weg. Scheiße. Mann, wo bleibt denn der Zug, Mann? Hättest du das Auto kaputt? Oh Gott. Kannst du dich mal bitte drehen? Danke. Ihr müsst die Jetskis schnappen, die sind am anderen Ende der Map. Und dafür müsst ihr durch so ein Parcours rennen. Ihr habt Oh. Leuchtfackeln, um die anderen daran zu hindern, Am indem ihr die. anderen Ende der Web, Junge, wie lange sollen wir das spielen? Dauert es dann Ja. 5 Stunden dahin zu laufen oder was? Also. Auf geht's. Yeah, wir rennen. Wieso ist da ein Bus runtergefallen? Ja, das wirst du noch rausfinden, warum da Busse runterfallen. Hm, das sieht interessant aus mit dem Strom. Ich meine, es ist sehr verlockend, dieses Ding zu berühren. Verdammt! Ach, deswegen, ich verstehe. Hä, spawnt der denn immer neu? Ja, die spawnen immer neu, das ist lustig, ne? Aber wie? Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Na los, kommt. Ja, seid ihr schon alle runtergefallen oder was? Also, schnappt euch Oh Gott, ich mal. wurde runtergeschubst, geil. Hilfe, aua. Nein. Die ganzen Busse, Alter. Ja, ne? Das arme Busunternehmen, ey. Ja, ne? Das, die tun mir echt leid, wie die Kann ich hier alle. einfach durchrennen? Lol. Ich hätte vielleicht mal auf Tag stellen sollen. Nee, nee, ist cool, dann sieht mein Bodysuit super aus. Ja, aber es sieht in der Aufnahme scheiße aus. Ist mir doch egal, mein Body sieht super aus und das ist alles, was du. Oh Gott, Boss! Ich darf mich nicht mal selber kennen, ja geil. Oh Gott, das ist ein Bus. Ja, endlich zahlt es sich aus, wo Lungenvolumen auf Maximum zu haben. Ja, ne? Oh Gott. Hättet ihr noch lustige Maps, die wir vielleicht spielen könnten? So als. Oh Gott. Oh, die Schlampe verbrennt. Und schreit. Das ist ein bisschen nervig, dass man nicht instant stirbt. Hui! So. So, ich habe mir schon mal einen Jetski erbeuten können. Oh, da ist glaube ich jemand runtergefallen. Hallo, Member.
Oh Gott. Perfekt, Punkt 1. Ich schwimme einfach am Rand vorbei, da kann ich schaden, glaube ich. Oh Gott! Alter, kommt da einfach so ein Bus aus dem Wasser? Oh! Oh, Scheiße! Weißt du, Rückwärtsgang an der Seite. Überfahre ich so den einen und dann werde ich direkt von dem Bus gefickt. Richtig geil. Ja, okay, ich habe mir die Map eigentlich spaßiger vorgestellt. Okay, scheiße. Oh je. Yay, zweite Runde. Wieso kann ich nicht mehr rennen? Ah, Zeit ist abgelaufen, oder was? Nice. Nice, okay, ja, schade. Yeah, 4000 Dollar. Yeah, 8000. Ey, da habt ihr immerhin was verdient heute beim Ferntreffen. Ja, hat sich ja echt gelohnt. Ich habe zwar jedem 1 Million Dollar versprochen, aber. Kann mich ja echt nicht beschweren.